Um das Werkzeug heranzukommen, musst du die Stücke aus dem Weg schieben. Dann kannst du das Werkzeug herausziehen. Das kennen wir ja schon. Okay. Das hilft uns alles gar nicht weiter. Das hier dann schon eher. Auch nur bedingt. So. Bringt es nämlich, dass wir jetzt überhaupt nichts mehr bewegen können. Aber das war eben nur so ein kleiner Teaser, dass man, wo es so leicht ging. Das war bestimmt so eine Verarsche. Okay. Da kann ich gar nichts bewegen. Da kann ich den jetzt wieder rausschieben. Was so auch nichts bringt. Kann ich zurück, dann geht der dann nach oben, so. Ne, irgendwie muss. Ne, das macht auch keinen Sinn. Ah! Ich habe schon gelesen, diese Minispiele sind nicht überspringbar. Also es gibt ja doch schon einige Rezensionen darüber. Und da wurde halt oft bemängelt, dass die Minispiele nicht überspringbar sind. So. Aber das hilft uns alles auch überhaupt nichts. Doch, so, da kann der weg, dann kann der ganz nach hinten. So. Nein, auch so nicht. Ach, da muss der jetzt wieder hoch. Dann kann der jetzt hier runter. Die da runter. Und dann kann der da wieder nicht weg. Weil der da wieder oben ist. Das kann doch nicht wahr sein, du. Ja, wenn hier da was frei ist, das nützt ja überhaupt nichts. Aber wir kriegen den nicht runter. Also, beziehungsweise wir kriegen den nur runter. Jetzt kriegen wir den hier runter. Hoch und runter kriegen wir den jetzt. Yay! Aber wir müssen ja den auch noch einen hoch oder runter kriegen. Das kriegen wir nur, wenn der nicht da ist. Aber wenn der da ist, kriegen wir den nicht mehr, den hier nicht mehr hoch und runter. Gar nichts. Den jetzt mal nach oben packe. Bringt mir das nämlich, dass ich nichts mehr tun kann. Diese zwei Dinger nerven mich ganz besonders. Kann ich es irgendwie zurücksetzen oder so? Nicht mal zurücksetzen kann ich es. Menü. Achso, nee, da bin ich nur hier. Okay. Okay, nein, ich habe jetzt den Anspruch, das jetzt zu schaffen. Aber
Ist halt so eine Sache mit Ansprüchen, die man hat, vor allem die man an sich selber hat. Tja, und du? Das hat alles keinen Sinn, weil ich nicht zwei vorkomme. Immer nur einen. Der muss da weg. Der muss irgendwie hier nach hinten. Aber es geht wahrscheinlich irgendwie, aber ich habe keine Ahnung wie. Und das ist das größte Problem meiner Existenz. Dass man auch die nur in eine Richtung schieben kann. Ich bin so voller Frohmut an dieses Schiebeding rangekommen, weil ich die ersten so super geschafft habe. Und jetzt muss ich feststellen, es war einfache Verarsche. Schon kann ich nichts mehr tun hier, weil der jetzt da blockiert. Ich kann ihn auch nicht wegschieben. Ich komme nicht bei da. Und so, jetzt kann ich wieder gar keinen mehr bewegen. Und so kann ich jetzt gar keinen mehr, außer den hier und den auch noch. Hm, mache ich jetzt gerade irgendwas anders als... als vorhin noch? Ich fürchte nicht. Der ist ja auch weiterhin im Weg. Ja, größter Kritikpunkt in den Amazon-Rezensionen, nicht überspringbare Minispiele. Da müssen wir durch, würde ich sagen. Ich gehe jetzt gern darüber. Jetzt da hoch. Ach, das ist ein Unterschied. Oh! Ach, gut gemacht. Beliebige Taste drücken. J wie Juhu. Und nochmal, noch eins. Okay. So, jetzt wäre der Weg schon frei. Aber es bringt gar nichts. Ja, hier Platz sein, dass der hier mal ganz runter kann. Dann kann der schon mal nach vorne. Was das bringt, wird sich noch herausstellen. Oh, scheinbar den Weg zum Ziel. Yay, gut gemacht. J-View. Jetzt auch die Säge. Nicht so viel. Aber wir müssen das irgendwie wegkriegen. Damit der da runter kann. So. Damit der schon mal aus dem Weg gehen kann. So. Gut gemacht. J wie Juhu. Oh, ich hab's geschafft. Fertig. Danke für das Boot. Ich werde es bald wiederbringen. Und das andere Boot auch. Keine Sorge. Das bringt Antonio schon wieder. Seien Sie sich da mal nicht so sicher. Einmal ein Dieb, immer ein Dieb. Isla Giordano. Hier ist deine Flucht zu Ende, Antonio.
Ach, lass es mich erklären. Ich bin nur hier, um meine Tante zu retten. Ich weiß schon, was du dir in deinem kranken Wahn ausgedacht hast. Aber du wirst mir jetzt das Bild geben und dann wird dir in der Obhut gut ausgebildeter Mediziner geholfen. Gib mir nur diese eine Chance. Ich flehe dich doch an. Lass uns die Insel gemeinsam erkunden. Danach kannst du mit mir machen, was du willst. Keine Chance. Du hast es wohl auch nicht begriffen. Was du gemacht hast, war ein Verbrechen. Oh nein, Tante, nicht. Autsch. Da hat mir die alte Dame aber ordentlich einen über den Schädel gezogen. Na wartet, ich kann eure Spuren im Sand sehen. Was kann ich wohl auf der Insel aus den Booten gebrauchen? Auf jeden Fall ein Gürtel, weil meine Hose rutscht. Ein Pfeil, um mich gegen die Eingeborenen zu wehren. Eine Löwenstatue, um sie anzubeten. Eine Kohlezeichnung für die Entspannung. Ein Tuch, um mir die Nase zu putzen. Eine Birne, falls ich Hunger habe. Eine Flasche, falls ich Durst habe. Und Münzen, falls die Eingeborenen schon das Geld erforscht haben. So, das reicht mir aber jetzt. Das waren jetzt anderthalb Stunden. Mir platzt der Kopf, mir dröhnen die Stimmbänder. Oder auch umgekehrt, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall habe ich mich gefreut, euch bei mir gehabt zu haben für diese lustige Wimmelbildrunde. Schreibt in die Kommentare, wenn es euch gefällt, wenn es euch nicht gefällt, was besser gemacht werden kann, was schlechter gemacht werden sollte. Und gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, Hallöchen, 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 willkommen zurück bei den geheimen Fällen, die gestohlene Venus-Hügel von Botticellis Frau oder so, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt fest vorgenommen, in dieser Session das Spiel zu Ende zu spielen. Wollen wir mal sehen, ob das Spiel andere Sachen mit mir vorhat oder... naja, schauen wir mal. Gürtel, Pfeil, Löwenstatue, Kohlezeichnung, Tuch, Birne, Flasche, Münzen. Ist das das Tuch? Nein. Föhn? Ah ne, die braucht man wieder in einem anderen Bild. Ja, ja. Ja, ja, ich erinnere mich. Was ist denn eine Kohlezeichnung? Ach, das ist... Ne, das ist nicht der... Schlange vielleicht? Ne. Tasche? Ne. Jetzt finde ich natürlich nichts, was ich wirklich brauche. Das ist die... Nee, das ist eine Affenstatue, keine Löwenstatue. Verdammt normal. Muss erstmal wieder reinkommen jetzt hier. Was ist das, ein Kamm? Den brauchen wir auch noch nicht. Noch nicht oder gar nie, man weiß es nicht. Ein Ring. Ey, kann nicht sein, ich muss doch irgendwas... Mal irgendwas sehen hier. Münzen ist wieder so ein Haufen Münzen. Die waren das letzte Mal grün. Sind sie auch diesmal, Tatsache. Naja gut, immerhin eine Sache schon mal gefunden. Der Juchtel ist so aufgedreht. Aufgerollt, meine ich. Tasche. Hatte ich nicht eben eine Tasche? Da. Genau, die kam jetzt dazu. Kohlezeichnung, Löwenstatue. Birne. Katze? Nee. Katze ist doch keine Löwenstatue, obwohl man das ja vielleicht noch erklären hätte können. Was ist das denn hier? Nichts, was wir brauchen. Schade, aber auch. Besen. Guck mal, hier drin sehe ich aber irgendwie auch nichts. Noch ein Besen. Erbsen. Eine Glühbirne brauchen wir auch nicht. Geschenke, Ente, was auch immer das hier ist, kann ich nicht erkennen. Eine Pizza brauchen wir auch nicht. Pilze brauchen wir auch nicht. Ach Mann, Leute, was ist das denn da? Nichts, was wir brauchen. Die Vögel sind festgefroren im Himmel. Mal sehen, wie kalt das hier ist. Also, es kann doch gar nicht sein, dass ich hier gar nichts sehe und finde. Ein Pfeil, ach so, ein Pfeil, okay.
Ein Dartpfeil. So eine Flasche. Ein Hammer brauchen wir auch nicht. Da ist die Kohlezeichnung. Katze, Katze, Katze. Hier war da irgendwo eine Katze. Scheiße, wo? Das da? Nee. Wo war denn die Katze? Da. Pokal. Ist das der Pokal? Nein. Wäre auch ein seltsamer Pokal, wenn ich ehrlich bin. Schachfigur brauchen wir gerade nicht, schade. Den Koffer auch nicht, die Blume auch nicht. Boah, das hat es aber heute auf mich abgesehen, das Spiel hier. Es hat wohl auch meine Ankündigung gehört, dass es jetzt durchspielen würde. Und hat dann dreimal laut gelacht. Ha! 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 Und zeigt mir jetzt, wo der Hammer hängt hier. Ich brauche einen Tipp, tut mir leid. Was ist das? Ach, das ist eine Flasche. Ach man, die sah aus wie so ein Paddel früher. Früher mal. Handschellen. Ist das eine Handschelle? Ja. Nee, das ist der Gürtel. Ach, schön. Da ist der Pfeil. Kerosinlampe, die habe ich auch schon gesehen. Aber wo war sie denn? Da. Säge habe ich da auch irgendwo gesehen. Da. Seestern. Eier habe ich auch schon gesehen. Und zwar... Das da sind keine Eier. Nee. Da sind die Eier. Die Schaufel habe ich auch gesehen. Die Fliege habe ich auch gesehen. Und zwar... War das nicht hier irgendwo? Ah, wo war die Fliege? Ich habe sie doch schon gesehen. Also die Handschellen. Schachfigur. Ist da. Wo war denn die Fliege? Ich meine, die wäre hier irgendwo gewesen. Zack, sehe ich sie schon nicht mehr. Naja. Ist doch wieder die... Ja, ist die Fliege. Oder habe ich jetzt echt so ein Flashback... Dass ich denke, die hier gesehen zu haben, aber dabei habe ich die in der letzten Spielsession gesehen. Die ja auch heute erst war. Also ich habe mir jetzt gedacht, ich mach's jetzt. Bring's heute hinter mich sozusagen. Ist das die Fliege? Nein. So ein Besen, ein Kleid. Einen Tipp bitte. Was ist da? Ach, der Pokal. Aha. Alter Schalter. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Fliege gesehen habe. Aber sie jetzt nicht mehr auffinden kann. Weil sich mein Blick verstellt hat. Wisst ihr, was ich meine? Da kommt, da ist da so eine Konzentrationsfrage. Worauf richte ich meinen Blick ab. Was suche ich? Da ist der Maiskolben zum Beispiel. Den habe ich jetzt gerade zufällig gesehen aus dem Augenwinkel. Nicht direkt in meinem... Der war nicht in meinem Fokus, deshalb habe ich den gesehen. Im Fokus sieht man nämlich nichts mehr, wenn man die ganze Zeit auf so ein Wuselwimmelbild guckt. Das muss man irgendwie schon aus dem Augenwinkel sehen. Dann, ah, da war es doch, genau. Aber das passiert leider nicht so oft. So ein dreckiger Lappen hier. Da ist er. Gut, die Birne ist hier ganz schön groß. So groß ist sie niemals hier im Bild. Sage ich jetzt einfach mal so. Da ist sie. Naja, war nicht ganz so groß. Nein, nein, nein. So, Löwenstatue, Seestern. Müsste das nicht eigentlich auffallen? Oder ist das eine Verarsche, dass der gar nicht so... Dass der irgendwie unter so Dingern liegt. Hier hinterm Berg oder so. Oder hier hinterm Leuchtturm unter Wasser.
Hilfe! Da, oh, okay. Nee, den hätte ich nicht gefunden. Ich macht's kirre, dass ich die Fliege... Da ist sie doch. Ah, mein Gott. Ja, ich weiß, du hast wahrscheinlich schon 7-mal auf dem Bildschirm gekloppt. Na gut, das wären ja dann mehr als alle meine Zuschauer in einer 7. Meine jetzt im momentigen Zuschauer. Jetzt stand 19. April. Aber wahrscheinlich werden das nicht viel mehr sein, wenn dieses Video draußen ist. Löwenstatue. Aber es wäre schön, wenn es mehr wären, sagen wir mal so. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefällt und ihr dann zu euren Freunden sagt, ey, der ist irgendwie, weiß ich nicht, witzig oder keine Ahnung, hat eine nette Stimme, hört man gerne zu oder Sachen, die ich mir selber gerne einrede, die ich ja manchmal schon gehört habe, dass ich eigentlich eine recht nette Stimme habe, eine sympathische Stimme und dass man mir zuhören kann. Aber genug der Faselei über mich selber. Wir suchen weiterhin eine Löwenstatue. Ja, doch. Doch, man kann sie erkennen. Wenn man weiß, dass sie da ist, kann man sie erkennen. Gut gemacht. Beliebige Taste drücken. W.